Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zum Gleichnis dazugehört. Und es trifft uns natürlich sehr hart. Und ich denke auch für die Künstler, die wir hier mit ins Boot geholt haben, um das Ganze mit uns zu verwirklichen, die natürlich jetzt auch groß darunter leiden, wie DJs und Liveband. Es kann natürlich nicht immer sein, dass wir die Ersten sind, die wieder schließen und während andere Betriebe und Sportveranstaltungen stattfinden können. Und da wünschen wir uns eben auch, dass die Solidarität keine Einbahnstraße ist, sondern eben auch sich überlegt wird, wie kann man eben auch dieser Kultur in einer Pandemie sichere Veranstaltungen ermöglichen. Klärchens Ballhaus ist der beste Tanzort der Welt und jetzt muss ich halt zu Hause tanzen, das halte ich aus. Ich tue es aber auch seit Anfang der Corona-Situation nicht, weil es für mich einfach zu eng ist und nicht in Frage kommt.